Hey, wir haben die neuen Mangas von Tokyopop. Und genau. Was haben wir denn da? Einmal Kuss um Mitternacht. Band 4. Sword Art Online. Novel, oder? Genau, Fairy Dance, Band 4. Band 4. Wenn wir schon aber sind, springen wir zu Excel World, oder? Okay, können wir machen. Excel World Toral, Magisa Garden, Nummer 8. Der ist ja ziemlich dick, ne? Ja, der ist schon ziemlich dick, oder? So, ja. Ja, ziemlich dick. Diesmal. Im Vergleich. Ist das ein Novel oder ist das ein Manga? Das ist das Manga. Oh, okay. Aber wenn du schon mal ein Novel bist, haben wir daneben. Excel World. Excel World. Novel 13. 13. Boah, ist ja so richtig fett. Die Dinger. Ja. Sword Art Online Progressive Nummer 5. Nummer 5? So, jetzt haben wir alles zu Sword Art Online und Excel abgearbeitet? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Excel World Nummer 8, das Manga. Manga. So, jetzt haben wir es aber alles. Auf der Suche nach Licht Nummer 4. Ja. Was düstere? Magical Girl Zeit 8. Findest du das Cover? Das Cover ist ein bisschen interessant. Also, man hat schon Interesse, das zu lesen, finde ich. Okay. Sommerglühwürmchen, Nummer 11. Nummer 11. So, gefühlt war die letzten Monate irgendwie ganz wenig Boys Love, oder? Echt? Gefühlt schon. Ja, kommt mir vor, bei Tokyopop ist immer Tokyopop. Deine Küsse liegen, Nummer 4. Und auch was Neues. Was Neues. Start einer Serie. Unser unstillbares Verlangen. Gibt's auch eine Postkarte dazu? Und sonst? Genau. Ein Freund für Nanooka, Nummer 10. Das ist abgeschlossen. Sollte abgeschlossen sein, ja? Ja, das müsste doch eigentlich hinaus. Heirat ist zwar keiner drauf, aber haben wir es abgeschlossen. Okay. Jona, Nummer 13. Nummer 13. So. Dann beliebt mit der Schuko-Karte. Diesmal bei Herzenswünsche ist ein Einzelband. Ja. Nochmal Romance. Body Go. Body Go, 7. 7. Sugar Dog. Sugar Dog 3. Diesmal nicht die coolen Typen drauf, sondern mal ein Mädel. Sieht aber hübsch aus, ne? Mit Knarre natürlich. Gefällt und mir. Und Kuchen. Ah, ich habe noch einen Boys Love vergessen. Oh, Entschuldigung. Boys Love. 2345 AI. Mhm. Genau, ist die Fortsetzung von 2345. Okay. Ja, das meins. Plant Hunter Nummer 4. Yeah, Band 4. So. Chocolate Vampire Nummer 3. Ja. Dann haben wir ein ganz dickes Ding. Für 10 Euro. Knapp Fetch 10 Euro. Night, ja, 9,95. Gibt wieder die Charakterkarten. Okay, gut zu wissen. Ist schon lange her, seit der 10. rauskam, aber Servamp gibt es immer noch. Ja, gibt es immer noch. Was denkst du, wie viele Benefits davon geben? Ich weiß es nicht. Läuft, glaube ich, noch, Joe, oder? Bei 15 hört es auf. So wie bei Black Lab ungefähr. Ja, könnte sein. Auf jeden Fall ist ein Miniprint drin. In der Erstauflage natürlich. Genau. Ah, und natürlich. Was Ultraman Band 5. Wie ihr seht, ist der offen, weil Poster ist abgeschlossen. Gibt's genau, gibt es nicht mehr. Und ich habe den 5. Band auf der Animagic gekauft. Ja. Bin noch dabei. Was haben wir noch? So, was von Inio Asano natürlich wieder. Die Zeit am Abgrund. Schönes Großformat wie der Rest. Matt. Mal, und kurz wie es aussieht. Die Zeichnung ist immer ganz schön, ne? Ja, die Zeichnung ist immer ganz schön. Ja. Geht um einen Mangaka diesmal, also sozusagen ein Porträt von sich selber. Okay. Oh, fast vergessen. Und zu guter Letzt? Niwawa und Saito. Ich mag das, sieht schön aus. Echt? Okay. Gefällt mir auch. Das letztens war es ein bisschen blauer. Das ist auch von Seoul, das... ich weiß nicht, kann sein. Fremde Mädchen, die gleichen Zeichner. Kann sein, ja. Aber ist ein bisschen bunter und heller, fröhlicher. Muss auch sein, ne? Genau. Und was haben wir noch haben? Das I Love Shoujo Magazin. Ja, mit der Vorschau von August bis November und natürlich auch ein Poster drin. Ja. Von Deine wundersame Welt und Girls Love auf der Rückseite von warte. Kaffee Liebe. Wir tricksen mal, wir sind ja nicht so doof. Kaffee Liebe. Genau. Tricksen. So, tricksen. Wenn wir tricksen, stellt euch vor, das ist ein komplettes Poster. Kaffee Liebe. Sieht ganz schön aus, oder? Ja, gefällt mir. Ja. Jo, genau. Highlights. Meine Highlights. Da habe ich 4, habe ich gezählt. So, den. Die Zahl am Abgrund. Okay. Ultraman, auf jeden Fall. Ultraman 5. Niwawa und Saito. Okay. Dann hatte ich noch. Komm, hilf mir auf die Schrift, Joe. Was war das? Was war das? Fate Knight? Nein, Knight? Das war nicht. Ah. Oh, okay. Plant Hunter? Sowieso, sowieso. Sowieso. Und? Und? Ich hab's vergessen. Ein Boys Love, komm.
Ein Boxdorf. Ah, sagen wir den ja. Sieht ganz schön aus. Erinnert mich an Ten Count. Das Neueste überhaupt, ne? Genau. Genau. Ja. Genau, das war mir. Was bei dir? Bei mir ist sowieso Tant Hunter. Ultraman habe ich schon geholt. Auf der Messe. Fate Stay Night. Da. Ein Freund für Nanoka. Und das wär's dann auch für diesen Monat. Wir sehen uns dann nächste Woche bei Kalsten, wenn es so weit ist. Oder bei Manga-Kult, ne? Genau, Manga-Kult. Manga-Kult. Kommt? Morgen offiziell. Also am Donnerstag. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber. Gut. Auf jeden Fall ganz kommt endlich mal wieder. Alles klar. Ich freue mich schon drauf. Du auch? Mich auch, ja. Okay, gut. Dann bis dahin, Leute. Peace.